Hey, liebe Leute, da sind wir wieder bei Witcher! Die Typen suchen uns. Und die könnte irgendwas durchsuchen. Ditte da. Und ditte da. Nehmen wir natürlich alle gerne mit. Und hoffen, dass sie uns nicht sehen. Aber wer soll uns hier denn schon sehen? Die Typen da hinten? Ach, Quatsch. Ich soll aufs Boot steigen, aber ist bestimmt nicht. Begib dich zum Schiff. Ich glaube nicht, dass sie die Boote hier meinen, ne? Nun gut, dann gucken wir, ob wir hier noch was kriegen. Wir können Obst umschmeißen. Ja! Machen wir doch gerne. Geralt, hier drüben! Das war Triss. Triss, wo bist du, Triss? Ich weiß, wo Triss ist, aber ich will gucken, wo die lang geht. Darf ich die? Nee, ich will die nicht zerknüppeln. Der hat mir geholfen. Ist gut so. Ist schon ein guter Kerl. Vielleicht treffen wir den auch später nochmal wieder. Oh, wir können looten! Sehr nice. Alles weglooten hier. Hallo Triss. Okay, renn weg. Röt nicht mit mir. Renn einfach weg. Hi, Abend. Gut. Die wollen nichts mit uns. Pest und Pocken. Du musstest ja nicht gleich die Burg niederbrennen. Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schickse des Königsmörders. Entschuldigung. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssten. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Nathalys kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Nathalys? Nathalys ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du noch meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar. Hi, Wes. Ja, doch. Haben wir gut Schaden angerichtet. Obwohl wir eigentlich nicht schuld sind. Ehre ist eine seltsame Sache. Die Ehre hat Arya an den ungleichen Kampf gegen die Übermacht von Temerien aufnehmen lassen. Als er bezwungen wurde, war es die Ehre, die ihm den Nacken beugte und seine Leute rettete. Doch dieselbe Ehre hat es ihm nicht erlaubt, sich selbst zu retten. Doch, er hätte dann kommen können, er hätte mit uns sehen können. Ist aber nicht. Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Königsmörder gilt. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Bohne scheren. Sei es drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Nun, ich rechtfertige mich nicht, denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser an die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung
und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden. Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen. Ich will doch auch wissen, was passiert ist. 4 Monate zuvor. Grenze Temerien Aedion. Zuvor. Er springt ja ganz schön in der Geschichte, ne? Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Der Fleischberg. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von dem erwähnt, durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddin nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skuyatel. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schämt mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat den Nickel erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Scheiße, wir wissen, wer das ist. Gegenwart, Grenze Temerien Aedirn. Und wir sind im Akt 1. Und es ist nicht so viel los auf dem Schiff. Das Geralt und wir haben Glock. Haben wir Rades Rüstung an? Flotsa müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Nein, haben wir nicht. Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Was denn? Hat sie ihre Tage? Also momentan finde ich Werner eine Roche ja nicht so schlecht. So, was haben wir hier? Doch, wir haben Rabes Rüstung an. Nice. Guck mal, Rüstung. Abgenutzte Handschuhe. Pff, nö.
Da haben wir Einrichtungsresistenz. Vielleicht sind die besser, vielleicht passen die besser. Okay, die ist schöner. Eine Handschuhe brauchen wir nicht. Jacke brauchen wir auch nicht. Nee. Abgenutzte Lederschuhe. Nee, dann nehmen wir lieber die mit Rüstung. Okay, dann Waffen. Guck mal, Zusatzwaffe. 5 bis 9. Wenn wir eine Speerschritt haben als 9. Nee, brauchen wir nicht. Keule, Schaden, alles so Lumpi-Zeug. Distanzwaffen ist schon mal nicht schlecht. Kann man nehmen, ne? Kann man mal nehmen. Aufwertung der Rüstung. Ja, will ich aufwerten, bitte, danke. Dass es einfach mal ein bisschen besser ist. Whatever. Tränke brauche ich gerade nicht. Fallen, Feuersbrunnen ist auch gut. Bomben nehmen wir mit. Bücher. Was mich aber wundert ist, warum haben wir momentan unsere Rüstung? Mhm. Macht doch theoretisch keinen Sinn. Tag, verdammt. Hallo. Tag auch. Warte, hoch rasch. Nee. Ha. Oh, da ist eine Kiste. Komm endlich. Chill. Gestöpptes Leder, da gucken wir dann doch gleich mal rein. Das wird wahrscheinlich nicht besser sein als unsere. Nein. Denn wir haben. Ich bin überlastet. Wir warten. Worauf? Also, braut sich was zusammen? Grüß dich. Alles cool. Verteufelt kalt. Gut, warte, wenn ich überlastet bin, dann schmeißen wir was weg. Ich habe nämlich 303 von einer Menge. So, wegschmeißen. Tschüss. Jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Schneller wird aber natürlich trotzdem nicht. Wir warten. Ja, wenn du mir sagst, wie ich runterkomme. Ah, ich muss springen. Und wieder nasse Schuhe. Das ist ein ewiger Teufelskreis für uns. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es doch Pfade geben. Im Wald herrscht Jorvet. So war das Schema-Hexenschwert. Zack. Aktion mit dem Gegenstand nicht möglich. Yay. Was macht das? Damit kann ich wahrscheinlich ein Silberschwert hinbasteln, aber wir haben ein Silberschwert. Egal. Okay, kann gerade auch kein Schwert ziehen, kein ja nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich so langsam laufen. Aber ich glaube, wo wir sind? Wir verlieren trotzdem noch die blöde Rüstung. Wie witzig. Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet? Ich weiß mehr über das Pontartal, als du meinst. Auch das Foltest, dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Wie er nicht antwortet. Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Wie kannst du denn hören und riechen zusammenbringen, Digga? Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Okay, lass Truss vor ihm. Die macht das schon. Ist das das? Das... Vernon Roche. Seit 4 Jahren Anführer der Temerischen Sondereinheit. Diener des Temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger. Mörder von Frauen und Kindern. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Triss versuchen. Wir brauchen ihn lebend. Hast du einen Zauber, der passt? Ich hab mich gedrückt. Rede mit ihm. Muss mich konzentrieren. Ich versuch's. Komm runter und wir beenden das. Ich warte. Ha! Du bist ein ehrloser Mann, Vernon Roche. Mit Ungeziefer duelliert man sich nicht, sondern man zertritt es. Da höre ich doch nicht wieder die alte elfische Leier. Was meinst du damit, Hexer? Solche wie dich kenne ich. Stolze Enseide, die sich in den Wäldern verstecken. Ratlos, hinter einer Maske aus immer mehr Grausamkeit. Ich habe geholfen, Roches König zu töten. Das nennst du ratlos? Oder nennst du mich Terrorist?
Die Freiheit schenkt einem keiner, Hexer. Die muss man sich selbst erkämpfen. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Triss, los! Sie schießt daneben. Respekt! Wo machen wir denn jetzt so? Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Oh oh. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab. Zum Boot? Ja. Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Fürth schlagen. Bist du das, Watch? Liest du wohl die Worte von meinem Hintern? Was dachtest du denn, wer es ist? Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Soldat. Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Ich kotz gleich. Ich mag die Dialoge. Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem heizenden Hintern. Nicht auf meinen. Ich halte den Zauber. Weiter, los! Ja, komm. Ich muss mich konzentrieren. Ja, chill. Du musst Kissen wegklatschen. Bist du noch ganz? Ja, alles in Ordnung. Der legt seine Hand auf dem Hintern. Diese Hurensöhne. Hat er ja auch nicht. Was ist los? Ich sehe nur deine Stiefel. Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Jetzt hat er keine Ahnung, wo wir sind oder was? Allmählich glaube ich, dass wir hier doch heil rauskommen. Triss, die Barriere wird schwächer. Triss? Schneller! Ein bisschen lang. Nur noch ein kleines bisschen. Geralt, nun töte sie schon! Alter, die sind doch alle tot. Was wollt ihr von mir? Ich durchsuche mal eben. Was passiert eigentlich, wenn ich überladen bin? Dann kann ich bloß noch langsam laufen, oder? Oh, ist alles okay da vorne? Eichhörnchen, sie greifen an! Alarm! Eichhörnchen! Sie haben Magier dabei! Macht euch bereit! Eichhörnchen. Big Bitkin Eichhörnchen. Seht doch gleich irgendeinen Scheiß. Verliere meine Kräfte, verliere meine Rüstung. Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltest tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. Ah. Oh. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer. Ich bin Gewürzhändler. M hier Fa Emreis. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Gewürzhändler.
Das kommt mir faul vor. Wenn wir jetzt dran denken aus dem ersten Teil, welchen einzigen Waden kennen wir? Die Eichhörnchen waren an der Mauer. Rittersporn. Mit dem Anführer Jorvet. Ich hab's genau gesehen. Was will denn dieser Abschaum? Jetzt einen Kuchen. Sie haben die hier verfolgt. Ein Überfall am helllichten Tag. Hm? Wo ist der Kommandant, wenn man ihn mehr braucht? Okay, ich geh einfach mal mit unseren Leuten mit. Geht's in Richtung auf den Marktplatz. Siehst du, der Henker in die Parade gefahren. Das klingt doch schon nach, wir looten den Bösewicht weg. Echt, ich kann. Er hat's nicht. Langsam laufen. Mhm. Oh, aber ich will doch schneller laufen. Und ich würde gerne irgendwas. Wartet, würde ich sagen. Waffen. Schwert, weg damit. Dann haben wir noch einen Knüppel. Was ist das? Der blaue Bergschwert? 8 bis 10, kann weg. Dann haben wir abgenutztes Stahlschwert, kann weg. Auch keiner. Langschwert, 8 bis 11, brauchen wir nicht. Keule wiegt nicht, doch Keule wiegt nicht. Kurzschwert. So, jetzt haben wir erstmal wieder 30 Platz. Wenn man das 30 Platz nennen darf. Und dann freuen wir uns drüber. Zack, 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 zack. Zack, zack. Looten wir das noch und looten wir das noch. Ich hätte gerne noch mehr getragen. Nee, wahrscheinlich nicht. Nun gut, liebe Leute. Dann würde ich. Oh, wirklich, ne? Er hat's nicht anders gewollt. Die wir weggeschmissen haben. Mhm. Warte mal hier. Verpiss dich! Allen Grund, um zu wissen, dass auf Tötung des Kairan, einer abscheulichen Flussbestie, eine sattliche Belohnung ausgesetzt ist. Nice. Würde ich gerne killen. Mit Missgeburten rede ich nicht. Warte. Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Was für Zeit. Was ein Arsch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Und dann... Hallo. Jetzt in der nächsten Folge weiter. Auf Wiedersehen.